Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, wir haben es ja immer noch mit einem Raider zu tun und dann können wir die Gegend ein wenig erforschen und vor allem die schönen Sachen einsammeln, die uns die Raider doch hoffentlich hinterlassen haben. Vor allem suchen wir Munition, denn wir haben ziemlich viel Munition hier gelassen. Ich glaube, dieser legendäre Raider hat sich irgendwie da drin versteckt. So was Feiges. Wir rennen doch auch hier draußen rum. Hat das hier schon wieder gewackelt oder meine ich das nur? Nanu? Hier ist wirklich keiner mehr? Mann, wir haben echt für die Ewigkeit gewartet, oder? Ja, vielleicht ist der legendäre Raider auch einfach darüber gelaufen. Na, das wäre ja auch möglich. Was ist das? Können wir da was abnehmen von dem? Ich glaube, die haben den da aufgespießt, oder? Ja, sieht so aus. Schnell weg hier. Doch, irgendwie wackelt der Boden. Was bedeutete das nochmal? Todeskralle? Oder was war das? Ja, ich weiß es nicht so genau. Wir werden uns auf jeden Fall hier mal genauer umsehen jetzt. Es wird nämlich langsam hell. Und soll mir bloß niemand sagen, dass hier nicht irgendwo Munition versteckt ist. Es wackelt die ganze Zeit hier. Rakete. 308er Patrone. 45er Patrone. Jetzt weiß ich, woran mich das Wackeln erinnert. Aber die Maiolor-Königin haben wir doch schon getötet. Vielleicht gibt es noch sowas Ähnliches. Oder vielleicht wackeln wir einfach nur. Aus irgendwelchen anderen Gründen. Plasma-Kartusche, Kaliber 50, immerhin, 16 Schuss. Wir haben sehr viel mehr verbraucht. 5 mm Patrone, 15 Schuss. Ja, wo jetzt? Erst hier hinten rein? Ja, gehen wir erstmal hier gucken, was hier noch so drin ist. Boah, die haben aber wirklich hier ganz schön was aufgebaut. Ja, dieses Wackeln, das bin ich nicht mit der Maus. Das wackelt hier wirklich so die ganze Zeit. Erdbeben, Erschütterungen, Bist du Kochplatte. sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Sicher bin ich sicher. Eine schöne Teetasse. Naja, gut. 44er Patrone und 45er Patrone. Das wird hier lange dauern, bis wir das alles durchsucht haben, schätze ich mal. Wie steht es mit unserer Gesundheit? Oh, recht gut. Das könnte man hier wirklich sehr, sehr gut verteidigen. Das haben die sehr schön hier angelegt. Schade, dass man so etwas nicht einnehmen kann. Bourbonflasche. Die lassen wir doch nicht da.
Nanu. Absolut leerer Raum. Naja, dann gehen wir jetzt drüber. Wie gingen wir? Wie konnten wir nochmal rübergehen? Und darüber? Muss mal wieder runter. Ach, perfekt. Es wird Tag. Ja, das Gewackel macht mich ein wenig nachdenklich. Die haben hier aber echt was hingebaut. Das sollen alles die Raider gemacht haben. Vielleicht ist die einfach nur immer in Erdbeben. Oh. Mist, hier ist aber nicht so viel zum Einsammeln, was? Nicht so viel wie erhofft. Wir haben mehr Munition hier gelassen, als dass wir was einsammeln könnten. Hier ist überall was los. Die anderen sind einfach nur so da. Die machen gar nichts. Und wie kommt er jetzt wirklich hier rumgelaufen? Steht er nicht da? Ja, vielleicht, aber da treffen wir ihn anscheinend nicht. Also wäre ich ein Raider gewesen, ich glaube, ich hätte mich hier nicht überrumpeln lassen von uns beiden. Man aber auch nicht so weit gucken kann. Ich glaube, da steht einer, aber so weit können wir eh nicht schießen. Ach, das ist jetzt Munitionsverschwendung. Von dem Haus da aus vielleicht. Das könnte ja klappen noch. Waren wir hier schon? Nein, waren wir nicht. Kaliber 50, wunderbar. 5,56er und 5mm Patronen. Wo ist der legendäre Raider? Runtergefallen, Preston? Ja, scheint so. Nein, da steht, den können wir nicht sehen.
Irgendwo ist noch der Legendäre. Ja, man hat hier keine Deckung. Das gibt's auch wieder nicht. Ah, das Gift. Nur nicht da reinfallen. Kronkorken. Okay. Machen wir uns auf den Weg. 56er Patrone, 38er Patrone. Ja gut, den Rest lassen wir mal da. Kronkorken, 308er Patrone, 45er Patrone. Sehr schön, doppelläufige Schrotflinte. Kampfgewehr müssen wir leider da lassen. So viel können wir nämlich gar nicht mehr tragen. Wir sollten langsam mal zurück. Was war das gerade? Wie viel können wir tragen? Schwer zu sagen. Aber ich denke, so gut wie gar nichts mehr, wie das aussieht. Die ist vergiftet. Okay, 556er Patrone, 5mm Patrone mit Rüstung, Gasmaske, nichts Brauchbares dabei sonst. Oh nein, ich dachte, die kann man so öffnen. Jetzt müssen wir uns hier drin umsehen. Scheiße, was war das? Das ist aber hier drin nicht angenehm. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an durchzudrehen. Und was uns hier drin erwartet, werden wir in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das ist überhaupt nicht wie in der Ausbildung. Auf Spanplatten schießen. Wie sollte mich das auf die Hölle vorbereiten?